so wichtig und so schön ist, dass es für die Nachwelt unbedingt erhalten bleiben muss, da sind die Geschmäcker ja verschieden auf einige Sachen, aber hat sich die UNESCO quasi geeinigt, und zwar die Welterbestätten. Heute schauen wir in unserer Reihe nach Belgien und unser Kochte Industriekultur, wie eine Zeche und ein Schiffshebewerk, aber auch ein immaterielles Erbe. Über die belgischen Highlights berichtet Gunnar Krüger. Ja, und auch wenn Sie keine bessere Hälfte suchen, wandern ist eigentlich immer eine gute Idee, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zur Szene, und da geht es jetzt um Mode und Musik mit Kerstin Legenzer.